Sag mal, kann es sein, dass sie die ganze Zeit gelabert habe und ihr habt mich nicht gehört? Dass ich auf Mute war? Och nö! Ich laber und laber hier. Gott, oh Gott. An die Technik muss ich mich noch gewöhnen. Entschuldigt. Ich muss das nachher noch in der Aufnahme sehen, was wirklich so war. Ich benutze dieses Yeti Blue Mikrofon, da ist der Mute-Knopf leider relativ schwergängig. Wenn ich da diesen Schirm hier davor habe, sehe ich das auch nicht immer sofort. So, jetzt aber. Also ich muss noch mehr Münzen einsammeln. Hey, ich dachte, ich wäre jetzt da geschützt drunter. Ah, ich muss einen Knopf drücken. Ah, dann öffne ich das vielleicht damit. Kann das sein? Dass ich gar keine bestimmte Anzahl brauche, sondern... Und das war dann wahrscheinlich der Checkpoint. So langsam macht alles Sinn. Oh. Es geht ja auf Zeit hier. Das ist auch so eine Unart dieser frühen Jump'n'Runs, ne? Die ist auf Zeit. War ich nie ein Fan von. Vor allem, weil es bei meisten Spielen ja echt sehr, sehr eng gefasst war. Mir ist das echt peinlich jetzt mit dem Stumm. So. So, hey, was muss ich denn drücken? Ich bin zu doof fürs zweite Level von Super Mario Land. Herrlich. Ich habe doch alles eingesammelt, oder nicht?
Sehr seltsam. Ja, ich kann schon mal manchmal sehr verpeilt sein. Er kann aber auch sogar unter Wasser speien, ne? Also hier waren auf jeden Fall so auch nicht Goldmünzen. Also ich schätze mal, okay, jetzt ist die Zeit eh gleich vorbei. Dann werde ich das Level gleich nochmal spielen. Gut. Ich versuch's nochmal. So. Ach, und jetzt starte ich wieder da. Aber mit 0 Münzen. Ich würde ja echt mal interessieren, wie viel man da jetzt einsammeln muss. Sammle hier einfach mal alle ein. Ich schätze mal so 30 oder so, oder? Schauen wir mal. Also beim Blobs habe ich ja gerade wirklich getestet. Da springt man dann wirklich hoch. Achso, der Flammenwerfer, der gefällt mir echt hier mit am besten. Oh. Jawohl. Ja, sieht auch nicht verkehrt aus. Ist man ordentlich am Gas geben, auf jeden Fall. Ah, schade. Hätte ja sein können. Ich weiß nicht, das wird sich wahrscheinlich noch ändern, ne? Aber technisch ist der zweite Teil irgendwie besser, oder? Also Super Mario Land 2. Aber das kann jetzt gerade nur so aussehen. Das kann natürlich durchaus sein. Ja, komm her. Wahrscheinlich, weil er schon quasi tot ist. Dann sammle ich hier nochmal ordentlich was ein. Also ich habe jetzt 36 Münzen, das müsste eigentlich wohl reichen, oder nicht? Also das nehme ich mal an, dass man dafür die Münzen braucht. So, Herz. Und dann schauen wir mal. Was muss ich denn hierfür machen? Ich bin echt verwirrt. Ich stehe echt auf dem Schlauch. Echt herrlich. Bin zu doof für Wario Land. Da muss ich doch 50 Goldmünzen einsammeln, da muss ich einen ganzen Weg zurück. Da frage ich mich natürlich, wieso man denn in der Mitte den Checkpoint aktivieren kann. Dass gleich wieder die Zeit um ist.
Wo das Zeitlimit ist ja eigentlich relativ tolerant gesetzt. Renne ich mich ja durch die ganzen Blöcke hier mal. Ah, da oben, stimmt. Vielleicht ist da oben irgendwas. Okay, leichtes Sprite-Flackern hat man, wenn zu viel drauf sind. Aber das ist ja beim Gameboy fast schon leider schon normal. Oder muss ich quasi die eine spezielle Münze quasi finden? Kann natürlich auch sein, ne? Achso, nee, hier komme ich einfach nur raus. Was ist wahrscheinlich nicht gerade spannend für euch zuzuschauen. Ach, jetzt bin ich jetzt wieder auf der Übersicht, okay. Hä, aber wie komme ich denn da weiter? Das fange ich wieder von vorne an. Schwer sein. Also merken wir uns, rausgehen und reingehen bringt einen nicht viel weiter. Das wird nicht gut für mich. Da. Plonk. So, weiterhin begeben wir uns auf der Suche zu, was zum Teufel muss ich machen, um am Levelende weiterzukommen. So, plonk, plonk, plonk. Und zack. Soll ich mich im Vorfeld doch ein bisschen mehr mit den Spielen beschäftigen, ne? Was man eigentlich machen muss. Dann irre ich nicht ganz so idiotisch rum. Na komm. Ich frage mich natürlich nur, wenn der Checkpoint da ist. Das muss doch irgendeine Auswirkung gehabt haben. Jetzt wollen wir natürlich einsammeln. Ach, der gute Drache wieder. Also den mag ich wirklich am liebsten. Zack. Alles schön wegbrennen. So, jetzt gucken wir mal wieder. Wie komme ich da durch? Dass ich hier irgendeine bestimmte Tastenkombination drücken. Das ist echt seltsam. Ich kann doch jetzt nicht ständig alles hier ablaufen. So, die brenne ich hier schon mal weg. Also es muss ja irgendwie sein, dass ich mehr Münzen brauche irgendwie. Gehen wir nochmal in die Unterwasserszene. Das habe ich ja mit den Münzen aktiviert.
Immerhin haben wir ein Leben dazu bekommen. Na, ja, so, komm runter, genau, dann kann ich dich wegbrennen. Ach, die Blobs erwische ich nicht, okay, gut. Ja, vorsichtig, so. Ne, ich behalte den Drachen. Der Drache ist cool. Also vom eigentlichen Kampfsystem und so war es eigentlich gar nicht so verkehrt. Wenn ich nur wüsste, wie ich den Ausgang irgendwie aktiviert kriege. Weiß einer von euch Zuschauern vielleicht irgendwie, wie ich weiterkomme? Kann nicht sein, dass ich hier Level 2 schon feststecke. Geht auch schon fast gegen die Gamer-Ehre. Muss bestimmt irgendwie 50 Münzen oder irgendwie sowas. Kann ich hier mal alles weg. Ich hier mal alle Steine weg. Irgendwo, wo ich Münzen mir verdienen kann. Ja, jetzt fängt die Zeit wieder an. Ich weiß echt nicht, wie ich weiterkomme. Deckpause. Da gucke ich mal nebenbei. Kann ja nicht sein hier. Ein Moment, ich recherchiere das mal kurz. Okay. Ich muss oben. Ah. Oben und B drücken, um die Münzen zu nehmen. Also das hätte man jetzt wirklich etwas einfacher machen können. Boah, entschuldigt, dass ich so verpeilt war. Aber das muss man echt erstmal wissen. Ich. Geh weiter, ich will euch jetzt nicht mit Minispielchen quälen. So. Dann wollen wir mal weiter gucken, endlich. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Das war echt peinlich. So, jetzt gehen wir ja etwas schneller mal durch. Na, komme ich da hoch? Nee, doch. Der Drache, der ist schon echt geil. Na? Das sieht so umstachelig aus. Da kann ich bestimmt nicht gegen anstinken. Na, genau, drehen wir um. In der Hoffnung, dass hier ein. Na, nur ein Herz natürlich. Also Treibsand gab es immer in vielen Spielen, ne? Ich weiß auch nicht, Mario. Ich glaube, Mario 2 war das so extrem. Na, komm ich da hoch? Jawohl. Die guten alten Moves, die hat man immer noch drauf. Mal gucken, was hier drin ist. Bestimmter Checkpoint. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Jetzt weiß ich es ja mit B und oben. Boah, das hätte ich echt vorher recherchieren sollen. Zuerst war ich hier ohne Mikrofon, aber das ganze Streaming ist noch neu für mich. Daher wird es immer wieder zu kleineren Problemen leider am Anfang geben. So, aber ich bemühe mich besser zu werden. Ja, schön. Bon, bon, bon. Na, ich kann nicht nach unten, ich bin ja klein. Bei Mario gab es ja immer diese Drehattacke, ne? Ja, komm her. Den hier traue ich nicht so ganz. Ich glaube nicht, dass man da von oben drauf springen kann. Und wieder rüber. Es war so klar, der Sprung. Ich hatte es im Gefühl, als ich losgesprungen bin. Aber immerhin, wie von Nintendo nicht zu anders zu erwarten war, die Steuerung ist knackig und 1A. Also da kann man echt nicht meckern. Und die Gegner sind eigentlich sehr gut lesbar. Wenn man größer ist, springt man, glaube ich, auch weiter, ne? Genau, ich muss doch von hinten kann man die rammen. Da. So, hier. Ah, man kann doch drauf springen. Kann man nur bestimmt von vorne nicht, weil die kommen ja so mit diesen Scheren an, ne? Da muss man bestimmt aufpassen. Muss man so hoch springen? Zack. Der Block, der war aber gemein. Er hätte mich ja fast dazu verleitet, den auszuschalten. So, komm. So, Trick 17. So. Jetzt läuft's aber. So. Am besten, wenn ihr die Aufzeichnung seht, den Anfang überspringen. Oder wer jetzt dazugekommen ist, ihr habt am Anfang nichts verpasst. Ich war viel zu verpeilt. Immer ein paar Goldmünzen. Jo, nee, einmal. Einmal reicht mir das. So. Immerhin 36 Goldmünzen schon verstaut. Ja, wir scheinen uns so langsam aber sicher dem Boss zu nähern. Dann kommen wir bestimmt zum nächsten Land. Schauen wir mal. Zack, zack. Aber hier nicht groß ist, haben wir aber echt Probleme, glaube ich. So vom Ton her klingt das aber schon fast so ähnlich wie im Boss-Level, ne? Okay, das Design hier ist gerade jetzt nicht gerade das Spektakulärste. Kann ich da rein? Das sieht so kochend aus. Ja. Wollte gerade sagen, das sieht so wie Lava aus. Ich
Wie komme ich denn da rüber? Der verfolgt mich. Auf den muss ich denn bestimmt warten. War der gerade schon auch da? Hi, Kritzo. Schritzo? Wie spricht man sich denn aus? Ja, das mit der Videothek, das kenne ich auch noch. Vor allen Dingen, da hat man das ja immer nur nach Motiv ausgesucht. Man wusste gar nicht, wie gut das Spiel ist. Okay, hier Super Mario Land 3 quasi. Okay, ne, aber... So, jetzt muss ich wahrscheinlich auf den Felsblock warten. Nehme ich mal an. Dass ich denn darauf quasi reite. Ja, klein machen. Passt gerade so. Nee, ich springe da jetzt nicht hoch. Ah! Na, komm. Nochmal veräppelt ihr mich nicht. Das war ja knapp. Aha. Ach, da hätte ich auch drüber springen können. Okay. Noch ein Versuch. Das haben wir eine schwere Stelle hier. Dafür, dass wir noch in der ersten Welt sind. Aber sie versuchen immer wieder was Neues mit den Level zu machen. Das auf jeden Fall. So. So, jetzt auf den Stein warten. Und jetzt wissen wir auch, wie wir den Fledermäusen besser ausweichen. Plumps. Der guckt auch ganz schön böse, ne? Das hat ja Nintendo ja auch immer ganz gut geschafft, so sowas wie Stein und so weiter ein bisschen mehr Charakter zu verleihen. Zack. So, ducken. Hier kann ich ja jetzt drüber. Ja, lass mich natürlich trotzdem treffen. Ist aber... Ich hätte wieder springen müssen. Boah, das war echt eine schwere Stelle. Und dann wieder immer von ganz vorne. Ich hoffe, ich schaffe das hier noch. Ich bin echt nicht so der Beste, was Jump'n'Runs angeht. Mitnehmen. Hier bräuchte ich hier diesen Flammenwerferhut. Der würde... Ach ne, diesen Jetpack. Hut, Düsen... Keine Ahnung, was das war. Das wäre es auf jeden Fall. So, jetzt warten wir auf den. Solche Stellen bin ich mal viel zu doof. So langsam lerne ich auch, wann ich die Fledermäuse trigger und wann nicht. So. Nein! Ja. Gut, zwei Versuche habe ich. Zwei Versuche habe ich. Ja, werden wir ja wohl schaffen hier. So.
Jetzt warten wir wieder auf den Stein. Da ist er. Und drauf. So, langsam kann ich's. Zumindest denke ich, dass ich es kann. Können Sie auch hier gerne mal so einen Checkpoint irgendwie einbauen, ne? Finde ich. Also das Spiel kommt mir auf jeden Fall schwerer als Super Mario Land 2 vor. So, und zack. Jetzt muss ich mich hier wahrscheinlich wieder um Wetter durchbuddern. Sehr schön. Ich glaube, das haben wir jetzt geschafft. Okay. Also wenn ich jetzt noch sterbe, wäre es natürlich echt blöd. So. Da bin ich jetzt echt erleichtert. Also bei solchen Stellen, ne. Da bin ich echt immer ganz, ganz schlimm. Ich hoffe, man kann mich jetzt auch wirklich vernünftig hören und alles. Ja, gut. Immerhin stimmst du mir zu. Also ich weiß nicht, Super Mario Land 2, da bin ich, weiß ich noch, durchgebuttert quasi. Gut, da gab es auch mal ein, zwei schwere Stellen. Aber hier gleich in der ersten Welt. Junge, 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 ey. Ah, Bosskampf, okay. Schauen wir mal, was der kann. Ah, sehr gut. Weil ich hatte nämlich am Anfang nämlich das Mikrofon, glaube ich, aus Versehen zu. Deswegen irgendwie die erste Viertelstunde ohne Ton. Das war natürlich etwas peinlich. ich Idiot, spring voll in die Lanze rein. Aham. Stell mich echt blöd an, glaube ich. Zack. Zack. Ja, komm runter. So muss das laufen. Ja, komm runter, genau. Und bam. Okay. So, ja. Das sind auch so Dinger, die gibt es gefühlt jedem Spiel, oder? Okay, die laufen gegensätzlich. Man kann kriechen anscheinend. So. Jetzt war hier den Check, obwohl wir eh nur noch ein Leben. Also wird der Checkpunkt auch nicht so viel bringen, glaube ich. Der hat auf jeden Fall einen Helm auf dem Kopf. Das ist ein Eingang. Schauen wir mal rein. Okay, das war bestimmt irgendeine Rätsellösung oder sowas. Ah, cool. Jetzt sind das alle normalen Steine. Ah, ja. Extra Leben. Das können wir gut gebrauchen. So. So, dann ist hier bestimmt der Boss. Ja. Okay. Okay.
Ah! Ja. War mir klar, da muss man auf den Bauch wahrscheinlich. Ah. Und ich spring wieder rein. Ich spring wieder rein. Okay. Aber grundsätzlich dürfte es klar sein, wie der funktioniert. So. Ach, der. Das war Ausrufezeichen schaltet wird hin die Kästchen hier weg. Genau, so. Vielleicht krieg ich noch ein extra Leben, weil sonst ist ja gleich Schluss. Breakers Continuous gibt es schon Continuous, oder? So. Boss, komm mal her. Ah, zu spät gesprungen. So, im Prinzip ist klar, wenn der sie. Ah. Ein Leben habe ich doch noch. Also im Prinzip ist ja klar, drüber springen, Bauch. Und theoretisch, wenn es der Serie treu bleibt, dann müsste es ja nach drei Treffern auch sich erledigt haben mit dem jungen Pinguin oder was es war. So. Ein Lag, okay. Ich gucke mal, was die Technik sagt. Das ist komisch, weil beim letzten Stream auch um die Zeit ungefähr hatte ja auch ein Lag. Ich weiß gar nicht wieso. Sehr seltsam. Also laut meiner Anzeige läuft alles einigermaßen normal. Na, da kommt ja immer dreimal. Und ja, doch noch geschafft. So viele Münzen. Hätte ein paar mehr Münzen einsammeln können. Ich gucke mal mit dem Lag. Seltsam. Danke. Dass sie das noch schafft, hätte ich ja nicht gedacht. Ich glaube, ich brauche hier das Herzchen-Game, sage ich mal. Keine Ahnung. Okay, hier muss ich wahrscheinlich irgendwas werfen. Aha. Okay. Ah, ich muss die Leute mit den Bomben abwerfen. Okay. Ich bin zu doof, ich merke schon. Ja, okay, ich muss weiter vorwerfen. Wahrscheinlich, wenn der schon bei den Zaun da ist. Ah ja. Ja, ich habe ganz viele extra Leben gewonnen. So, mal gucken. Ich nähere mich auch schon so langsam der 1-Stunden-Marke.
Aber auf jeden Fall, wenn ich jetzt Game Over irgendwann sein sollte, dann war es das dann heute auch mit dem Stream. Ja. Was soll ich denn eine Bombe in der Hand? Ja. Okay. Die Vögel können auf jeden Fall. Ey! Das ist aber gemein hier. Aber da ist ein Herz. Na, ich glaube, wir brauchen noch eins für ein extra Leben. Ja, da hier der Seepferdchen da, das irritiert mich etwas. Boah. Das ist echt gemein hier. Weil es ist schön, dass ich Münzen kriege. Ja. Okay, immerhin hat es das Seepferdchen mit erwischt. Mal ein etwas anderes Unterwasser-Level, würde ich sagen. Ja. Ja. Ah! Ich spiele momentan nur im Panikmodus, das sieht man wahrscheinlich auch. Ach, muss ich wahrscheinlich hier. Auch wieder so typische Unterwasser-Level-Musik, ne? So leicht chillig. Komme ich leider nicht durch. Schlag mich gerade besser, als ich gedacht habe. Ha, da war das. Komm! Ja. Ich dachte schon, ich bin echt zu blöd. Ich meine, das auch, aber. Ach ja, naja, gut, dass wir das eine Leben jetzt bekommen haben. Also, dass das so knackig wird, das hätte ich ja echt nicht gedacht. Ach, unter Wasser kann ich nicht rammen. Ach, hätte ich wahrscheinlich mit der Bombe denn. Das Fragezeichen auslösen müssen. So, noch das Herz einsammeln. Ich hoffe, das Stottern hat sich mittlerweile gelegt. Ich wollte rammen, aber das geht ja nicht. Ja, das versuche ich mal wieder hinzuspringen. Ist immer noch da. Ah. Da muss ich dann auf jeden Fall mal bis zum nächsten Mal nochmal mich ein bisschen. Noch mal ein bisschen mehr recherchieren, wie man das etwas besser machen kann, auf jeden Fall. Bin ich jetzt Game Over? Ja, anscheinend. Naja, gut. Dann würde ich sagen, mit dem Lag kümmere ich mich auf jeden Fall bis zum nächsten Livestream dazu. Danke, dass du zugeschaut hast, lieber Tritzo, auf jeden Fall. Und alle anderen, die nicht geschrieben haben und reingeschaltet haben. Morgen kommt eine neue Was-Taugt-Folge, die Aufnahme hiervon werde ich dann auch irgendwann in der Woche veröffentlichen. Mit dem Livestream muss ich auf jeden Fall so ein bisschen üben und etwas bauen. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ne? Mach's gut, tschö!